Hallo, herzlich willkommen, hier ist Defro und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Channel. Es ist soweit. Sehnlichst von mir erwartet und auch wie versprochen spielen wir jetzt die Plague Tale Fortsetzung Requiem. Die ist heute rausgekommen. Denke mal, ich werde es heute nicht mehr schaffen, das zu veröffentlichen, aber morgen kommt es definitiv. Ja, ich bin mega gespannt. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich habe auch gelesen, man muss den ersten Teil nicht gespielt bzw. gesehen haben, um in dem zweiten Teil Anschluss zu finden. Beides ist möglich. Also solltet ihr jetzt hier erst einsteigen, ist das auf jeden Fall kein Problem. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt doch lieber den anderen Teil auch noch sehen wollt, habe ich den auch geletzplayt. Nur mal so als Randinfo und kleine Werbung. Ja, ich bin mega gespannt. Ich meine, das habe ich ja vorher auch schon mal gesagt, das Spiel hat nicht das Rad neu erfunden, aber alles eigentlich ja Top-Level verwandelt, was die so in ihrem Spiel hatten. Allein diese unzähligen Ratten, Millionen von Ratten. Also ich bin mir nicht sicher, wie viele das sind. Vielleicht weiß es ja jemand. Die Entwickler haben bestimmt auch irgendwie darüber geredet, kann ich mir vorstellen. Es sind Millionen. Millionen. Die schießen aus den Wänden wie Wasserfälle. So viele sind das. Das ist unglaublich. Für Leute, die Angst vor Ratten haben, ist das Spiel vielleicht ein bisschen krass. Zählt da zum Glück nicht zu. Aber bei Millionen hört es auf. Und ich denke, die Entwickler werden auch nichts unversucht gelassen haben, mindestens ihren Maßstab zu erreichen, beziehungsweise wahrscheinlich werden sie ihn auch getoppt haben. Ich gehe da einfach mal mit der Erwartung ran, so, weil es würde einfach da zu den Entwicklern passen. Okay, ich würde sagen, genug der vielen Worte und wir beginnen das Let's Play. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen und wir steigen ein. Ich musste das Spiel nochmal neu runterladen sogar. Aber es ist ja auch nicht so schlimm jetzt gewesen. Es lag auch wahrscheinlich an mir, ich habe nicht genug Speicherplatz gehabt, um das Spiel jetzt nochmal komplett auf der Platte unterzubringen. Deswegen auch immer das wollte. Sonst hätte er vielleicht auch gar nicht alles nochmal runtergeladen, sondern nur gepatcht oder so. Aber er hat halt rumgemeckert, weil wir denn die 49 GB oder wie groß es auch immer ist, hatten wir nicht drauf. Und ich muss das ganze Spiel nochmal neu runterladen. Ärgerlich. Hat jetzt auch eine Stunde gedauert. Aber oh, die Ratten, wie ich sie vermisst habe. Oh, ich bin echt. Das haben wir noch nicht mal gespielt. Ich war eben schon einmal drin. Okay. Wie gesagt, ich habe hohe Erwartungen, aber ich glaube, die werden auch nicht enttäuscht. Das habe ich fast erwartet, dass das Spiel eine übertriebene Augenpracht sein dürfte. Das war ja beim Vorgänger schon so. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Amicia! Seht euch das an. Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Alter. Also gut. Dann mal schnell. Ich
weiß nicht, irgendwie die Bewegung von Schärfe, aber es ist so ungewohnt, ne? Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Mega krass, wie es einfach aussieht. Aber das habe ich eigentlich auch schon erwartet, dass es wahrscheinlich einfach übertrieben krass wird. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10, dann schnapp ich euch. König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Hm. Los, jetzt. Komm, Amicia, die Amazone. Eins, wir brauchen ein gutes Versteck. Ich stehe euch bei, mein König. 4, 5, schnell, schnell. 6, 7, atmen nicht 8, vergessen, mein König. 9, gut, behalten 10, wir ihn im Auge. Ja, wenn er kommt, er kommt, er kommt. Schwöre, dass ich aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich! Das ist eklig. Was ist dahinter? Aha. Seid ihr da? Wo könntet ihr sein? Das erklärt uns jetzt so ein bisschen die Basics, wie wir uns verstecken können. So, ich habe das Tutorial mal angelassen. Dann. Ah, okay, geht jetzt mal rum. Der Heimtückische hat euch erblickt. Es ist vorbei. Du bist so böse. Kommt, verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut, ihr bekommt noch eine Chance. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Ja. 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Er kommt hierher. Wo da seid wirklich? Ihr? Ich kann eure Angst riechen. Jagen wir nochmal den Jäger. Ja. Euer königlicher so Mundgeruch. Gewinnen. Könige stürzen nun mal. Uah! Oh, meine Güte. Du hast dich so erschreckt. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Ich mach die Bewegungsunschärfe doch einmal aus. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Zu der Burg. Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, klar. Ja. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Das Spiel sieht super krass aus. Super, super krass. Wow, so schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers.
Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Tag. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Wer ist das? Hallo. Oh, hallo? Hallo. Ich bin vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tono? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Muss ich wieder dahinter gehen? Wow, du schießt ja gut. Gut gemacht. Wir lassen ja, sie ist ein Vollprofi. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark. Vielleicht. Ganz hart macht er denn? Das ist so knapp. Ja, bitte. Au. Noch vergrenzt. Hey, ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit für Manieren. Das ist ja Akkordarbeit. Du hast ihn den Gnadenstoß, Tonner. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tono. Sehr komisch angehört. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders, ich weiß es. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Hat Hugo eine neue Stimme bekommen? Das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Ich glaube ja. Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Ja, ich glaube, das ist Angriff! Nicht die gleiche Stimme. Amicia hat dieselbe Stimme, da bin ich mir sehr sicher. Oh, das Spiel sieht so krass aus. Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Kann man das jetzt... Also es sieht mega krass aus. Ich glaube, es läuft nicht mit so viel FPS. Aber immer noch natürlich flüssig. Auch das Problem, dass ich immer auf High FPS gewöhnt bin. Aber es soll ja auch sich lohnen, wenn das ein Augenweide ist. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Fackeln. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Ich bin hier, keine Angst. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Boah, das ist voll gefährlich. Ich bin auch ein bisschen erschrocken. Nein. Bin ich doll. Aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Das ist auf jeden Fall super gefährlich gewesen. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Nein, hoffentlich haben wir nicht. Das riecht wie ein Feuer. Ja. Hat er nicht eben auch irgendwas? Nee, es war irgendwas Ekliges, Abgehangenes, was da hing. Was?
Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Alter, so Gänsehaut, ne? Wie das aussieht. Oh. Es war vielleicht ein Unfall. Nice. Wo sind denn die Leute? Da liegt einer, der ist tot. Mutmaßlich. Amicia. Oh. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Okay. Was hat der denn für Probleme? Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, nein! Komm! Ihr setzt fest! Hier! Er verfolgt uns noch! Wir müssen einen Ausgang finden! Wer ist denn dieses Korbgesicht? Hier lang! Da passt er nicht durch! Schnell! Da ist noch so ein Korbkopf. Noch einer. Überlass ihn mir! Oh nein. Das bringen sie ihn um. Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Nein. Oh Gott, Matthias. So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja. Das sind merkwürdige Typen. Verrückt. Wir gehen weg, der geht auch weg. Wie gehen wir hier nach? Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße, nein. Amicia, das Haus. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater, was ist denn hier los? Vom Markt. Ja. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, Vorsicht. Hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich. Er geht nicht weg. Ich mach was schon. Was soll's? Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen das kennen wir ja schon. Ich wollte doch nur arbeiten. Ah. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Wir gehen einfach an ihm vorbei. Ich habe schon Informationen. Verschwinden wir von hier. Oh. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Tona! Beweg deinen verdammten Arsch hierüber. Sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Das ist doch mit der, mit dem wir gespielt haben. Hier lebt Tona. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Er wird anscheinend da stehen bleiben. Hey, komm mit hoch. Das nicht mit? Schon dabei. Nee, scheint nicht. Nein, deswegen war der auch so nervös. Wohnen die denn hier oder? Noch so ein bisschen unklar. Immerhin haben sie die hier nicht beschädigt. Warte. Überall sind Bienen. Los geht's. Er
Ja, das war knapp. Wir müssen vorsichtiger sein. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Nein, gar nichts. Ich will ihn mir vorknüpfen, bevor Vater ihn erwischt. Der versteckt sich hier irgendwo. Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Oh ja, Töpfe. Wenn ich den hinter ihn werfe. Was so? Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Jetzt lauf schnell. Heilige, schützt mich. Schnell, schnell, schnell. Nichts zu sehen. Der steht da wieder, aber ich glaube, safe. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich unten durch, oder? Nee. Danach wahrscheinlich, die Tür geht nicht auf. Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. Ah, okay. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Oh, die Krähe. Ja, nicht so schön. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt ausmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Donner gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Das glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Boah, es sieht so krass aus. Haben echt ganze Arbeit geleistet. Abgeschlossen. Ja, okay. Ich wollte mich noch ein bisschen umgucken. Oh, da sind Schweine. Hör auf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Man bringt ihn tatsächlich um. Was? Wer seid ihr? Ist doch egal. Wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Hallo? Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Oh nein. Oh. Quicktime-Events. Da bin ich jetzt schon mit Profi drin. Hey. Oh nein, er hat noch die Machina. Kann er die Ratten noch rufen? Anscheinend kann er die Ratten sogar noch rufen. Weil eigentlich waren die ja... Konnten die tagsüber trotzdem da sein? Oder hat das Licht die auch zerstört? Wahrscheinlich ja. Fragen über Fragen. Oh. Amicia?
Tu mir nicht weh. Räumt er? Wo sind wir? Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte! Warte auf mich! Ist das ein Phönix? Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Ah, das ist ja unangenehm, das Geräusch. Atmen. Alter. Mega heftig, wie das aussieht hier. Wo willst du hin? Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas! Wo seid ihr? Mir geht's... Hammer! ...schlecht. Oh. Also steht dem ersten Teil nichts nach. Das ist noch tausendmal krasser. Aber das erste war halt auch schon heftig. Oh. Alter, das ist... Das ist echt Zucker. Also Grafikfetischisten kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Es tut weh. Bitte. Ist er wieder. Bitte. Ich glaub, aus der Stelle werden wir auch ein Thumbnail machen. Jetzt wird alles so blass und farblos. Such sie! Hilf mir! Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hör auf zu schreien! Was ist er, dass der dieses Geräusch immer macht? Ich komm ja. Ich glaube, wir werden bald ohnmächtig wahrscheinlich. Wenn das so weit geht. Sterben. Nein. Also er ist ja schon ohnmächtig im Prinzip. Glaube ich zumindest. Das geht wieder weg. Es geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Mit wem denn? Ist jetzt wahrscheinlich das erste Kapitel schon? Nee. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Oh. Ja, ich
war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia, es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Okay, es ist wirklich passiert. Die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Oder? Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Ich krieg die ganze Zeit permanent Gänsehaut bei diesem Spiel, weil es einfach so krass aussieht. Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Okay, es war doch real. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, Scheiße. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein! Oh nein! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich entwischen! Oh nein! Ich weiß, dass du da irgendwo bist! Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen! Sie war genau hier! Weiter! Hier bleib unten! Lasst uns auch die Felder durchsuchen! Ja, geht nur! Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Wie einfach hinterher? Gut. Sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Nein, ist noch super weit weg. Du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. Dich sind sie tot. Okay. Oh, wie mega krass einfach. Alter, ich krieg die ganze Zeit, ich habe fast das ganze Let's Play, also die ganze Folge schon permanent übertriebenen Schauer. Oh nein, der kommt direkt auf uns zu. Haben wir keine Steine? Doch. Hier sein. Und da auch die Wolken. Die Wolken machen immer so einzelne Schatten. Manchmal ist es ganz dunkel und manchmal wird es wieder heller. Boah. Da haben die aber einen rausgehauen. Ich finde euch schon noch, Feiglinge. Vielleicht kommen wir da. Boah, das war knapp. Müssen wir ihn überhaupt locken? Oh, er hat uns kurz gesehen, aber ich glaube... Da unten, ja! Das ging noch fit. Nein. Du brennst alles nieder! Was zur Hölle? Egal! Du hast meinen Sohn ermordet! Schwur! Nein, nein, nein! Lauf! Oh. Alter. Mist. Okay, anscheinend bist du selber tot. Na los. Die anderen sind die Hügel und
Alter. Hol die Schleuder, schnell. Na los, ja. Wir können jetzt kontern. Aber auch cool, dass wir kontern können jetzt. Ja. Und einfach mal vier unendlich Steine, da hätten wir durchschleichen können. Sie sind sicher hier runter. Hey, Mann, mach auf! Shit. Oh Mann. Alter. Wir hätten uns hier durchschleichen können. Jetzt müssen wir uns den Weg durchkämpfen. Okay. Mega krass einfach. Wie heftig trocken ist das denn alles, dass es alles Feuer fängt so schnell? Nein, das ist die Mutter. Alter. Hugo. Er atmet noch. Es ist der Schock. Was denn mit den Jungen? Haben wir den denn... Lebt er noch? Haben wir den nicht mitgenommen? Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Komisch. Ja. Ich würde aber sagen, das war's für die erste Folge. Ich finde, das war schon mega krass. Und ja, ich denke mal, wir würden ansonsten jetzt über eine Stunde kommen, wenn wir noch ein weiteres Kapitel spielen. Eine Stunde mag ich zwar gerne als Folgenlänge, aber wir sind ja bei 40 Minuten jetzt. Das geht auch schon fit, würde ich sagen. Ansonsten könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das zu kurz war, zu lang oder was auch immer. Ich glaube, das ist ganz, ganz cool. Ja, mega krass, mega heftig, wie das aussieht. Also, mir fehlen die Worte. Ich hatte das schon bei dem letzten Let's Play von dem ersten Spiel, dass ich irgendwie pro Folge also immer wieder unter einigen verschiedenen Bildern irgendwie so die Qual der Wahl hatte, was ich dann als Thumbnail benutze. Das habe ich bei der Folge jetzt auf jeden Fall auch. Ja, mega cool. Ich freue mich schon, ich werde das im OnePlus jetzt auch direkt weiterspielen. Aber die nächste Folge, ja, also ich werde so viele Folgen wie möglich versuchen hochzuladen. Über die Woche. Oder halt pro Tag oder wie auch immer. Aber morgen dürfte die erste Folge kommen. Also diese Folge jetzt. Ich versuche das heute noch fertig zu machen, sodass ich das am besten direkt hochlade. Und das kommt dann morgen. Ich versuche jetzt so um 2 Uhr, immer 3 Uhr hochzuladen. Am Wochenende ein bisschen früher. Weil da haben die meisten früher auch schon Zeit. Gucken,
Ansonsten hoffe ich, es hat euch so gut gefallen wie mir. Also ich bin mega geflasht, auch immer noch. Heftig, wie das aussieht. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge auch mit dabei. Und bis dahin, wie immer, habt eine schöne Zeit. Ciao.